Da kann ich vielleicht keine so wahnsinnig routinierte Antwort drauf geben, weil das erste Mal ist, dass ich sozusagen so ein Fernsehstück gemacht habe, was aus einer Reihe kommt. Also die Verantwortlichen legen ja durchaus auch Wert auf den Unterschied zwischen Reihe und Serie, und da ist ja auch was dran, vor allem bei dem Polizeioffizier aus München, der sich eben, glaube ich, eben auch nochmal da von vielen anderen unterscheidet, weil man eigentlich außer der Hauptfigur nichts anderes übernimmt. Also man übernimmt kein Präsidium, man übernimmt keine anderen Kumpels, man übernimmt keine, weißt du, so, es gibt ja diverse andere Beispiele, wo im Prinzip alles gesetzt ist. Und das ist hier eben nicht der Fall. Was es, finde ich, für mich auch interessant macht, das überhaupt zu drehen. Tatsächlich, so, weil man doch der Geschichte angemessen auch die anderen Orte formen kann. Also sozusagen, man kann filmisch anders arbeiten, finde ich, als wenn man sozusagen vollständig unter gegebenen Bedingungen arbeiten müsste. Was aber sozusagen, also was trotzdem interessant ist, ist eben die Tatsache, dass auf jeden Fall die Figur des Kommissars, in dem Fall Meufels, natürlich dem Hauptdarsteller, in dem Fall Matthias Brandt, deutlich mehr gehört, als sozusagen die Figuren vielleicht anderen Schauspielern gehören. Weil das Buch habe ich von Anfang an entwickelt, zusammen mit dem Autor. Das ist schon interessant, sie gehört mir ja durchaus auch. Also ich habe natürlich durchaus eine klare eigene Beziehung dazu und weiß auch viel darüber. Aber man muss das dann auch in dem Fall respektieren. Mindestens auch einfach aus dem Grund, weil der Matthias Brandt eben in diesem Fall ja auch nicht nur die 5 Folgen oder die 5 Filme davor gemacht hat, sondern ja auch noch einen Schwung weiterer Filme danach machen wird. Das heißt, der muss sich natürlich auch nochmal anders sorgen. Also er muss sich sozusagen anders pflegen, diese Figur. Der muss andere Verantwortung haben. Aber ich glaube, das war kein Problem. Das war interessant und ich wollte das auch respektieren. Und man arbeitet dann ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist mehr eine Haltungsfrage, als das sozusagen sofort irgendwie in der Arbeit sich bemerkbar machen würde. Weil letztlich, man arbeitet ja in der Inszenierung mit Schauspielern nicht nur mit dem Einzelnen, sondern besetzt ja schon bewusst. Also um bestimmte Konstellationen und bestimmte Prädispositionen auch sozusagen in den Talenten, sage ich mal, irgendwie zusammenzubringen, von denen man sich dann auch bestimmte Ergebnisse erhofft. Also grundsätzlich denke ich, jeder Schauspieler braucht auch eine eigene Ansprache. Und wie ich gerade schon gemeint habe, Regie und Inszenierung, Arbeit mit Schauspielern fängt ja nicht am Set an, sondern ein der größten Teile der Arbeit mit Schauspielern ist schon die Besetzung. Ne? Also so in der Konstellation für die Figuren, was bringen die Leute mit, wo liegen nach der eigenen Meinung für den Fall des jeweiligen Films die Stärken und Schwächen. Wie kommuniziert man die? Welche Ansprache brauchen die Leute? Jeder braucht einzelne. Ich arbeite relativ stark mit den Schauspielern, aber nicht in dem Sinne, dass ich fixe Ergebnisse vorgebe, sondern ich versuche eher die Dynamiken und die Aktionen der Schauspieler zu bestimmen und sozusagen dann und drehe auch lange Takes, um auch quasi sozusagen die filmische Wirklichkeit werden zu lassen, sozusagen, dass man Zeit hat, da drin zu leben auch. Und sucht dann eben nach den Konflikten. Ne, aber interessiere mich auch selber immer wieder dafür, ganz neue Richtungen auszuprobieren und ganz neue Instruktionen zu geben, ganz neue Aktionen zu geben. Also ich meine, man kann ja einen kleinen Satz wie gib mir doch mal den Apfel, kann man als Liebesgeschichte erzählen, kann man aber auch als machiavellistischen Konflikt mit tiefem Fall erzählen. Also das ist ja alles offen. So, und ich denke, Schauspieler brauchen Regisseure auch mindestens dafür, um nicht selber ein Urteil zu fällen über das, was sie tun. Ein Schauspieler sollte nicht unbedingt darüber nachdenken, was er tut, während er spielt. Sondern das sollte sozusagen in einem Vertrauensverhältnis, in einer Art Aufgabenteilung tatsächlich auch mit dem Regisseur zusammen passieren. Ich war in Köln auf der Kunsthochschule für Medien und das ist ja wenigstens zu meiner damaligen Zeit, ich denke auch nach wie vor, eine etwas offenere Form ja gewesen, also sozusagen im Prinzip zusammen, gemeinsam mit bildenden Künstlern, und das fand ich gut. Ich denke, Film machen muss man eh selber lernen. Und das ist halt die Frage der Umgebung dann.
man lernt Filme machen, meiner Meinung nach, vor allem tatsächlich durchs Machen, durchs Fehler machen. Im Zweifelsfall lernt man auch andere Fehler, auch andere Filme besser zu verstehen, besser zu analysieren, indem man selber Filme macht. Also es ist, das Filmmachen ist ja eine interessante Mischung aus geistiger Herausforderung und Abwechslung und tatsächlich auch Handwerk bis ins Körperliche hinein. Ich denke, man kann das absolut auch ohne Filmhochschule machen. Also das, aber es ist nicht so leicht, weil man natürlich sozusagen von einem Alltag dann mitgenommen wird, der einem im Rahmen der Filmhochschule sozusagen offenere Möglichkeiten bietet. Also ich würde sagen, wenn man an einer Filmhochschule ist oder an einer Kunsthochschule oder in irgendeiner Art und Weise sozusagen in einer solchen Institution, hat man die große Chance, sich selber zu sagen, ich probiere das jetzt mal 4-5 Jahre aus. Und, und ich bin sozusagen innerhalb eines Systems, das dieses Ziel möglich machen möchte, erstmal grundsätzlich. Und das ist natürlich einfacher, als wenn ich mich parallel auch noch zu Recht möglicherweise meine Karriere als Regieassistent oder Aufnahmeleiter oder als Arbeit in irgendeinem anderen Department irgendwie, wenn ich mich da aufreiben muss und da Karriere machen muss. Finde ich schwierig. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Es gibt also so wenig, wie es sozusagen den einen Film gibt, so wenig gibt es den einen Weg. Ich denke, man sollte sich nicht scheuen, sozusagen nach seinem eigenen Weg auch zu suchen einfach. Ich finde, man kann sich ausprobieren, man sollte keinen allzu großen Respekt sozusagen vor diesem Gewerbe haben. Man sollte sich versuchen, für die anderen guten Filme zu interessieren. Ich glaube, das ist meine Meinung, ich weiß, es gibt ganz andere Auffassungen dazu. Ich glaube, dass es gut ist, viel zu machen. Ich glaube, es ist sozusagen eines der Probleme in der Filmmacherei hin und wieder, dass man zu wenig Filme macht. Ich glaube auch, dass man sich selbst erlauben sollte, hin und wieder sozusagen auch mit was hinzufliegen. Also es muss nicht immer alles genial sein. Man sozusagen muss auch mal was Halbfertiges ausprobieren. Also das ist irgendwie so merkwürdig verboten bei der Filmreihe. Das ist eigentlich schade. Indem man einfach versucht, so ein bisschen mehr zu machen. Und damit meine ich gar nicht, dass man irgendwie jedes Jahr 3 Filme machen muss, 3 Spielfilme, sondern das meine ich, das können Werbung sein, das können irgendwelche Videos sein, das können kleine Tests sein, wie auch immer. Aber sozusagen sich irgendwie auszuprobieren und sich auch zu erlauben, da Fehler zu machen. Auch im Rahmen eben von so einem Durchlauf und nicht immer alles auf einen Punkt zu setzen. Ich glaube, dass es ganz gut ist. Aber wie gesagt, ich kenne gut begründete andere Meinungen.